Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Wir schauen uns heute keinen geringeren als den neuen 249 Euro teuren Lidl Grill an. Und der kommt von der Marke Rösle. Also ein Rösle Grill bei Lidl. Ist der denn zu vergleichen mit einem regulären Rösle Grill? Ist der vielleicht hier und da abgespeckt? Was kann der? Wie heiß wird der? Was kriege ich für 249 Euro im Jahr 2024 für einen Grill? Ist das vielleicht der beste Gasgrill in der Preisklasse? All das klären wir in diesem Video und das Fazit wird euch aus den Socken hauen. Sowohl positiv als auch negativ. Das verspreche ich euch. Viel Spaß dabei. Los geht's. Zuallererst müssen wir einmal alle auf einen Stand kommen, damit wir wissen, worüber wir hier reden. Wir haben hier einen Rösle Gourmet G3. Das ist die Produktbeschreibung für diesen Grill. Und das ist nicht zu verwechseln mit einem Rösle Videro G3, denn das ist ein anderes Modell. Ähnlich wie in der Autobranche ist VW nicht gleich VW. Es gibt einen VW Up, es gibt einen VW Polo, einen VW Golf. Und genauso ist das hier bei Grills auch. Ein Rösle ist nicht gleich ein Rösle. Es gibt einen Videro, einen Gourmet, einen Magnum etc. Und die haben unterschiedliche Ausstattungen und unterschiedliche Qualitätsansprüche. Und deswegen können wir, auch wenn der optisch sehr ähnlich ist zu einem Rösle Videro, den die meisten Leute kennen, nicht sagen, dass das ein Rösle Videro ist. Und deswegen werden wir heute in dem Video auch die Unterschiede zum Rösle Videro klarstellen und preislich das Ganze mal in Relation setzen, um zu sehen, was kriegen wir für 250 Euro und wie viel kostet denn ein Rösle Videro G3 und was bietet der für den Preis mehr? Lohnt sich das dann? Lohnt sich dann dieser Grill oder sage ich dann doch lieber, ich nehme Abstand davon? Vor allem dann auch in Anbetracht der Leistung, denn das ist wichtig, um nachher zu grillen. Und wir hatten vor ein paar Wochen einen Lidl Grill für 150 Euro im Test und der ist gnadenlos durchgefallen. So ein katastrophales Testergebnis hatte ich in meinen Videos noch nie. Deswegen müssen wir mal schauen, was für 100 Euro mehr hier Rösle uns bieten kann. Und ich glaube, das wird deutlich besser als der Grillmeister für 150 Euro von vor ein paar Wochen. Aber wie gut es wird, sehen wir erst im Laufe des Videos. Fangen wir von unten nach oben an. Wir haben hier ganz normale Standard-Kunststoffrollen. Ich nenne sie immer Bürostuhlrollen, weil es wirklich immer dieselben sind. Die sind genauso beim Rösle Videro auch angebracht und die sind auch bei einem Napoleon und einem Breuking angebracht. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Sie sind aber immerhin schon mal besser als der 150 Euro Grill vom Lidl von vor ein paar Wochen. Also hier Standard, nichts eingespart. Schauen wir uns die Bodenplatte einmal an, machen also die Türen auf, dann sehen wir, dass wir hier eine Bodenplatte aus Edelstahl haben. An sich nichts Verwerfliches, ist natürlich ein relativ dünnes Edelstahlblech. So ehrlich muss man auch sein, aber erstmal ganz gut. Auch die Schrauben sind aus Edelstahl und tatsächlich sind auch beim Aufbau alle Löcher, alle Vorbohrungen von den Schrauben mit den Gewinden passend gewesen. Also hier auf einem Stand wie bei einem Rösle Videro. Deutlich besser als der 150 Euro Lidl Grill von vor ein paar Wochen und genau ebenbürtig mit einem Rösle Videro. Aber wenn wir die Türen öffnen, merken wir auch schon direkt einen haptischen Unterschied. Die Tür selber ist ziemlich ähnlich gebaut. Ich würde sagen, vielleicht minimal günstiger von den Kantungen. Also in der Produktion 10, 20 Cent eingespart, merkt man haptisch einfach so ein bisschen am Gewicht. Die fühlen sich einfach ein bisschen billiger und weniger wertig an. Vor allem aber der Griff ist runtergespart. Wir haben nämlich hier ein umgebogenes kleines Blech und das wirkt tatsächlich sehr spillig. Ist in Ordnung, wenn ein Grillhersteller an so einem Griff einspart, um einen Grill günstiger anzubieten, dann finde ich das besser, als wenn er nachher bei der Leistung einspart. Wir müssen aber schauen, dass er nicht vielleicht sogar beides gemacht hat. Also, erstes Downgrade haben wir hier tatsächlich an den Türen / Griffen. Auch die Türmagnete sind hier viel stärker als bei dem 150 Euro Grillmeister Grill. Gehen wir weiter hoch, haben wir hier die Drehregler und hier sehen wir, dass wir ganz andere Drehregler haben als bei einem Rösle Videro. Die abzuziehen ist schwer, weil die sind sehr, sehr rutschig, überhaupt nicht griffig. Also hier an den Drehreglern wurde auch einiges eingespart, so eine Kunststoffblende vorne. Generell sind die natürlich auch aus Kunststoff, auch wenn die silbern eingefärbt sind. Das sind keine Edelstahldrehregler, das sind Kunststoffdrehregler. In der Preisklasse in Ordnung. Die haben auch keine Beleuchtung. Auch hier haben wir ein kleines Downgrade zu einem Rösle Videro. Denn beim Rösle Videro haben wir die wertigeren Drehregler, die
die sind ein bisschen griffiger und die haben sogar schon eine Beleuchtung. Ist Schnickschnack, braucht man nicht. Und auch da muss ich sagen, für 250 Euro darf man daran gerne einsparen, weil beleuchtete Drehregler für 250 Euro, da Geld rein zu investieren bei dem Preis, das ist nicht nötig. Ich will mit dem Grill grillen und keine Lichtshow machen. Deswegen in Ordnung, aber auch hier haben wir wieder ein Downgrade im Vergleich zum Rösle Videro. Wenn wir schon bei den Drehreglern und der Frontblende sind, kümmern wir uns auch direkt um die Seitenteile. Und hier sehen wir, dass wir bei diesem Gerät hier kein Seitenkochfeld haben, keine Sizzle Zone haben, nichts irgendwie an Stauraum oder sonstigem. Und wir haben auch keine Funktion, die Seitenteile abklappen zu können. Das heißt, das sind ganz normale Edelstahl-Seitenablagen. Muss ich aber auch sagen, für den Preis sind die echt in Ordnung, weil die doppelt gekantet sind. Die sind auch entgratet. Es ist nicht so, dass ich mich hier an irgendeinem Blech schneiden würde, was bei dem 150 Euro Lidl Grill eine ganz andere Hausnummer war. Also hier haben wir vom Materialeinsatz einen ähnlichen Materialeinsatz wie bei einem Rösle Videro, aber mit viel weniger Funktion. Ein Rösle Videro G3S zum Beispiel hat eine Sizzle Zone und ein Seitenkochfeld und beide Seitenteile sind abklappbar. Das heißt, gasführende Teile mit einer Gasschnellkupplung, all das ist natürlich viel wert. Das hat der hier nicht. Wir haben nur die drei Brenner hier im Innenraum und wenn wir Platzprobleme haben, können wir die Seitenteile nicht abklappen. Aber weil hier nichts drin verbaut ist, könntet ihr die einfach beim Aufbau auch komplett weglassen, wenn ihr das wollt. Gehen wir hoch zum Deckel und hier sehen wir die Front, so wie bisher, auch aus Edelstahl. Also auch hier haben wir außen zumindest ein dünnes Edelstahlblech. Innen kommen wir noch drauf zu sprechen. Dann haben wir hier außen allerdings kein Edelstahl mehr. Auch hier vorne das, was immer noch silbern ist, ist kein Edelstahl, sondern eine Pulverbeschichtung, darunter normales Schwarzblech. Und seitlich haben wir dann eine dunklere Pulverbeschichtung, auch ähnlich in der Farbe zur Wanne, die ebenfalls kein Edelstahl ist. Diese Pulverbeschichtung fühlt sich allerdings haptisch deutlich günstiger an als die Pulverbeschichtung bei einem normalen Rösle Videro G4S. Also entweder wird das hier in einem anderen Werk produziert oder es ist tatsächlich eine günstigere, billigere Pulverbeschichtung bei diesem Modell, um den Preis zu realisieren. Auf jeden Fall ist es qualitativ ein Unterschied und preis-leistungstechnisch, so wie ich die Branche kenne, würde ich vermuten, dass das hier einfach eine billigere Variante ist, die sich nachher in einer kürzeren Lebenszeit des Grills äußert. Ob das so ist, kann ich jetzt allerdings nur vermuten. Dann haben wir die Glasscheibe hier eingefasst, seitlich mit einer anderen Dichtung, als das beim Rösle Videro der Fall ist. Auch hier muss ich wieder vermuten, warum wurde diese Dichtung geändert? Ganz ehrlich, in der Regel liegt das an Kostengründen. Also haben wir hier wahrscheinlich eine Dichtung, die auch einfach ein paar Cent günstiger ist. Was das nachher im Langzeittest bedeutet, können wir heute nicht herausfinden. Aber ihr solltet es vor dem Kauf wissen. Genauso auch das Deckelthermometer ist hier anders gefasst als bei den normalen Rösle Videros. Auch hier wieder einfach ein paar Cent gespart in der Produktion. Am Ende des Tages kommt dann ordentliches Sümmchen bei zusammen. Der Griff vom Deckel scheint ziemlich genau derselbe zu sein wie beim Rösle Videro G3S, G4S, G6S etc. Wenn wir den Deckel jetzt aber öffnen, haben wir innen drin eine Schwachstelle, die der Rösle Videro seit 2020 schon nicht mehr hat. Und zwar ist das jetzt hier innen drin ein verzinktes Blech, um den Deckel doppelwandig zu machen. Beim Videro ist es ein Edelstahlblech. Also hier haben wir wieder deutlich eingespart und das wird man auch an der Langlebigkeit des Gerätes merken, denn so ein verzinktes Blech ist relativ schnell durchgerostet und dann hat der oben im Deckel ein Loch. Klar, die Außenwand, die hält dann noch, aber an der Stelle ist es einwandig, auch die Reinigung ist dann deutlich erschwert. Beim Ablagerost haben wir hier denselben Ablagerost augenscheinlich wie beim Rösle Videro, also hier kein Downgrade und auch bei den Rosten selber haben wir ziemlich genau die Rostqualität und Roststärke wie beim Rösle Videro. So etwas dann nochmal extra anzufertigen für ein solches Modell ist meistens sogar teurer als einfach die bereits vorhandenen Roste zu nutzen. Deswegen hier wirklich dieselben Roste wie bei dem Rösle Videro auch und die sind mehr als in Ordnung. Was wir allerdings nicht haben, ist dieses Vario Plus System, also diesen runden Einsatz. Den finde ich tatsächlich auch gar nicht schlimm, dass wir den nicht haben, weil ich nutze ihn persönlich eh nicht. Falls ihr das allerdings nutzen wollt, dann kann man für diesen Grill natürlich die vom Videro nachkaufen, ist dann preislich aber für diesen Schnapper in Anführungszeichen sehr unattraktiv, aber an sich erstmal kein Downgrade. Im Innenraum sehen wir die nächste Einsparung, das ist immer ein wichtiger Punkt bei mir in den Videos. Wir haben jetzt hier die Flammschutzbleche nicht aus Edelstahl, das haben wir beim Rösle Videro, hier haben wir das nicht. Die nachzukaufen würde jetzt für den gesamten Grill hier circa 60 Euro kosten,
plus minus 10 Euro, je nachdem, ob er die zum Beispiel jetzt von einem Dritthersteller wie Barbossa kauft mit Kiemen für mehr Hitzeentwicklung und mehr Langlebigkeit aus V4A oder ob ihr die Original-Edelstahlbleche holt. Das würde ich allerdings erst machen, wenn die hier durch sind. Ganz ehrlich, wenn die durch sind, holt euch nicht die Original-Edelstahlbleche, weil die sind nicht dicker als die. Die sind halt nur aus Edelstahl statt emailliert, halten dadurch natürlich einen Ticken länger, machen den Grill aber nicht heißer und werden auch irgendwann hinüber sein. Die aus V4A, da steckt ihr nochmal 20 Euro mehr rein. Ja, aber diese 20 Euro sind es wirklich wert. Darunter haben wir Edelstahl-Stabbrenner. Die sind jetzt erstmal nicht zu unterscheiden von einem Rösle wie Dero. Auch die Leistung der Brennerdüsen darf man online erstmal gar nicht so miteinander vergleichen, weil gleiche Leistung heißt nicht gleiche Temperatur. Da gibt es noch viel mehr Unterschiede. Das werden wir gleich mit der Wärmebildkamera einmal testen. Aber es gibt noch ein Downgrade, über das wir reden müssen. Und das ist unten die Fettauffangwanne bzw. das Fettableitblech. Und das ist hier verzinkt beim Rösle wie Dero aus Edelstahl. Und ein verzinktes Fettableitblech ist nach einem bis spätestens 3 Jahren kaputt. Das ist einfach so. Aus der Erfahrung heraus muss ich das einfach so sagen. Deswegen auch hier, auch das werdet ihr euch irgendwann nachkaufen müssen. Dann steckt ihr wieder ein bisschen Geld rein. Und dann muss man sich das natürlich auch mal hochrechnen im Vergleich zu einem Videro, der zwar im Einkaufspreis ein bisschen höher ist, aber wo diese Teile einfach mehr als doppelt so lange halten und nicht so schnell nachgekauft werden müssen. Auch das kleine Schälchen unten drunter, wo das Fett nachher reinläuft, ist verzinkt, nicht aus Edelstahl. Auch das wird irgendwann durch sein. Das Schöne ist, dadurch, dass es derselbe Rost wie beim Videro ist, passt tatsächlich hier so eine Plansche oder auch so eine Einsatzpfanne von Barbossa zum Beispiel perfekt da rein. Das heißt, ich kann auch hier mit Reibekuchen machen, Bratkartoffeln braten, Gemüse machen oder auch mein Frühstück vom Grill, also Bacon, Spiegeleier, Pfannkuchen etc. Jetzt geht es ran ans Grillen. Ich würde sagen, erstmal eine Dichtigkeitsprüfung, weil beim letzten Lidl-Grill, also diesem Grillmeister-Klappergestell, war es tatsächlich undicht. Das würde ich Rösle jetzt erstmal gar nicht unterstellen wollen. Wir schließen ihn einmal an, heizen ihn hoch. Sollte doch was undicht sein, sage ich euch natürlich Bescheid. Und dann schauen wir mal, wie heiß der wird, wie schnell der auf Temperatur kommt, was die Maximaltemperatur ist. Und dann grillen wir auch noch, um zu schauen, ob man mit diesem Grill auch wirklich grillen kann. Lustig. Okay, müssen wir drüber reden. Also, gerade aufgefallen, 8 Kilo Gasflasche ist so breit wie eine Elbe, aber nicht ganz so hoch. Und alle Gasgrills, die wir im Sortiment haben, die ich teste, die ich kenne, haben Platz für eine 11 Kilo Gasflasche. Diese Aussparung ist eindeutig nur für eine 5 Kilo Gasflasche maximal gedacht. Das heißt, alle größeren Gasflaschen müsst ihr nach draußen stellen. Also auch hier groß eingespart, sowohl hier beim Bau als auch nachher bei der Lizenzierung, also bei der TÜV-Prüfung, weil diese Flaschen hier nicht rein dürfen, weil das oben nicht stark genug abgeschirmt ist. Also insgesamt ist der wahrscheinlich auch einfach nicht so robust gebaut wie ein Rösle wie Dero, wo eine 11 Kilo Gasflasche auch in den Grill rein darf. Also müssen wir diese Gasflasche neben dem Grill stehen lassen. Nach 20 Minuten hat der Grill jetzt hier seine Maximaltemperatur von ca. 280 Grad Celsius erreicht gehabt. 5 Minuten später ist es nicht weiter gestiegen, deswegen können wir davon ausgehen, dass das wirklich die maximale Temperatur ist, die der Grill zulässt. Das ist leider kein wirklich berauschendes Ergebnis, weil das zwar Temperaturen sind, bei denen ich gut braten kann. Für Brattemperaturen brauche ich so 180 bis 220 Grad Celsius, aber das ist ein Temperaturbereich, wo ich noch nicht perfekt grillen kann. Denn beim Grillen habe ich eine andere Wärmestrahlung und dafür brauche ich eine höhere Temperatur, im Idealfall über 300 Grad. Ob wir die wenigstens am Rost haben, vielleicht sogar 350 Grad, weil das wäre wirklich die Temperatur, wo es anfängt, richtig gut zu werden vom Grillen. Das schauen wir uns jetzt mit der Wärmebildkamera an. Der Griff selber ist eiskalt, fühlt sich sogar kälter an, als er ist. Bei 20 Grad liegt er. Bei der Glasscheibe haben wir eine Temperatur so von 180 Grad circa. Der Deckel oben gibt relativ wenig Temperatur ab. Aber das kann auch daran liegen, dass er sehr stark reflektiert. Da würde ich der Messung jetzt hier von 47 Grad nicht vertrauen, weil er ist tatsächlich kälter, als ich das von anderen heißeren Grills kenne, aber deutlich zu heiß zum Anfassen, das muss man schon sagen. Also der wird schon seine 80 Grad haben. Hier die Seitenteile hingegen wieder. Aus dem Loch, wo die Rotisserie reinkommt, kommen teilweise bis zu 400 Grad Celsius. Also schon sehr heiße Luft. Und das Seitenteil selber hat so 200 Grad. Tatsächlich liegen wir hier bei einer ziemlich guten Temperatur von 330, teilweise sogar 400 Grad. Je nachdem, wo wir messen und wie wir messen. Ich muss aber schnell sein, weil der kühlt tatsächlich auch schnell ab. Also wir sind jetzt teilweise schon wieder unter 300 Grad. Und das nach
20 Sekunden, wo ich den Deckel auf habe. Von der Hitze her kann das ein solides Ergebnis geben, aber ich bin noch unsicher. Wenn wir den Deckel schließen, sind wir jetzt hier auf 250 Grad wieder abgefallen. Das ist alles im Rahmen, das ist in Ordnung. Ist wie gesagt ja auch ähnlich gebaut wie ein Videro, nur halt mit günstigeren Materialien. Aber von der Hitze her für einen Dreibrenner erstmal im Rahmen. Jetzt schauen wir uns das im Härtetest aber mal mit Fleisch an. Zum Grillen haben wir jetzt hier ein schönes Entrecot Steak. Dann haben wir ein paar Burger, ein paar einfache Burgerbrötchen, ein bisschen Butter zum Antoasten. Ich habe nämlich jetzt hier auch die Einsatzpfanne einmal reingestellt, um direkt auch mal zu schauen, hat hier ein Brenner genug Leistung für so eine Einsatzpfanne oder ist es vielleicht damit sogar besser als auf dem Rost. Das schauen wir gleich. Das Steak machen wir also einmal auf den Rost. Wenn so ein Grill ein Steak schafft, schafft er nämlich auch alles andere. Und die Burger und die Burgerbrötchen machen wir in der Einsatzpfanne. Beim Grillen bin ich tatsächlich positiv überrascht worden. Hier das Steak, jetzt mit geöffnetem Deckel, hat besonders am Anfang jetzt tolle Röstaromen bekommen. Ich merke nur jetzt, je öfter ich es wende bei geöffnetem Deckel, auch wenn ich die Positionen tausche, der Grill hat mit geöffnetem Deckel nicht genügend Leistung, um die Hitze am Rost wieder zu rekonstruieren, damit ich diese Brandings dauerhaft flächendeckend an mein Steak ranbekomme. Das heißt, die Leistung zum Grillen, die ist da und für den normalen Griller mit Sicherheit ausreichend. Empfehlen würde ich immer mit geschlossenem Deckel zu grillen, was bei einem Steak aber in der ersten Phase nicht empfehlenswert wäre. Und mit der Plancha, ihr seht jetzt noch, wie die qualmt. Die Burger, die sind perfekt geworden. Da hat tatsächlich der Grill so viel Leistung, ein solches Produkt so hoch zu heizen, dass wenn das Material, wie jetzt zum Beispiel diese spezielle V2A-Legierung, richtig Hitze halten kann, so wie die das tut, dann auch dafür sorgt, dass ich ein perfektes Ergebnis bekomme. Und ich bin dazu geneigt, das Steak gleich auf die Plancha zu legen, weil mir die Röstaromen von diesen zweimal Wenden, wo der Rost noch heiß genug war, einfach nicht reichen. Und ich hätte gerne mehr Röstaromen. Und gerade wird es immer trauriger, dieses Steak zu wenden. Man hört schon kaum noch. Also je öfter ich es wende, es wird einfach nicht mehr besser, es wird höchstens grauer und das will ich nicht. Deswegen werde ich das jetzt gleich einmal auf die Plancha legen und einmal mit einer schönen Kruste versehen. Und muss sagen, tatsächlich ist das ein positiveres Bild, als ich es erwartet habe. Weil für 250 Euro bekomme ich hier einen Grill für den Einsteiger, mit dem der Einsteiger grillen kann. Klar, mit so einer Platte, die kostet nochmal extra, habe ich nochmal mehr Spaß damit. Aber das kann ich mir ja auch nachkaufen, wenn ich dann wieder nochmal im nächsten Monat zum Beispiel mir 100 Euro angespart habe. Aufgrund der dann doch etwas schwachen Leistung zum Ende hin ist das Steak ein bisschen übergart. Dafür haben wir noch ordentlich Röstaromen ranbekommen. Und wenig saftig ist es auch nicht. Aber das liegt wohl mehr am Steak als am Grill. Bevor wir dann gleich einmal auf den Preis zu sprechen kommen, das Ganze vergleichen mit dem 150 Euro Lidl Grill und dem Rösle Videro auch preislich, auch die mal nebeneinander stellen und dann einmal sagen, was das Fazit zu dem Grill ist. Einmal der Tipp für die Leute, die sich für diesen Grill überhaupt interessieren, weil das ja in der Regel jemand ist, der vielleicht noch nicht allzu viel Erfahrung mit einem Gasgrill hat. Solltet ihr euch den Grill holen, holt euch dazu auf jeden Fall ein solches Fetttrennspray, um die Roste zu pflegen und einzufetten. Eine vernünftige Bürste, entweder aus Edelstahl oder aus Messing, verlinke ich euch mal die beste Alternative unten in der Videobeschreibung. Und eine vernünftige Grillzange, also nicht irgendeine billige, sondern so eine hier, die eine schön flache Seite hat für Burger, für Steaks etc. Eine mit Grip, langer Griff und auch Spülmaschinen geeignet ist. Und dazu ein Kernthermometer, damit ihr solche Steaks auch auf den Punkt hinkriegt. Ansonsten sind die innen schon durch, bis ihr außen Branding habt. Also damit ein bisschen rumexperimentieren. Und wenn ihr den Grill erweitern wollt, um Frühstück zu machen etc., dann holt euch so eine Einsatzpfanne hier dazu. Ihr seht, wie heiß die immer noch ist, auch vor allem im Vergleich zum Rost. Hier haben wir jetzt alle drei angesprochenen Modelle einmal im Vergleich. Die 150 Euro Lidl Grillmeister Variante, die im Test, wie gesagt, bereits gnadenlos durchgefallen ist. Dann einmal die jetzt neue 250 Euro Lidl-Variante, gebaut von Rösle. Und dazu einmal das bekannteste Modell von Rösle, was auch optisch tatsächlich sehr ähnlich ist. Allerdings hier mal in einer Pro-Ausführung, aber die Standard-Ausführung, die bekommt man schon für ca. 700 Euro. UVP eigentlich 999, im Markt die Standard-Ausführung
ca. 700 Euro. Diese Pro-Variante liegt bei der UVP bei 1200 Euro, die wir jetzt hier haben. Aber wir reden über den normalen Rösle wie Dero G4S. Blenden wir euch auch einmal ein, wie der aussieht. Und der liegt standardmäßig ca. bei 700 Euro, obwohl er eine UVP von 999 hat. Für 700 Euro ist es ein guter Preis. Preis-leistungstechnisch kennt ihr dazu auch meine Meinung. Und auf die Unterschiede kommen wir gleich noch mal ein bisschen im Detail zu sprechen. Hier liegen wir jetzt bei 250 Euro im Angebot bei Lidl und bei einer UVP von angeblichen 849 Euro. Und das ist Quatsch. Also diese UVP stimmt einfach nicht. Man muss sagen, dieser Grill wird wahrscheinlich eine realistische UVP von ca. 500 Euro haben. Dann werden wir diesem Gerät gerecht. 250 Euro ist deswegen trotzdem immer noch 50% unter der realistischen UVP. Und man muss sagen, das ist ein sehr gutes Angebot. Wenn ich mir die Historie aber mal anschaue, dann weiß ich, dass schon andere Supermärkte, Discounter, Baumärkte dieses Modell hier verkauft haben für so 333 bis 350 Euro. Den Preis also deutlich unter 500 Euro zu kriegen, ist für dieses Modell machbar. Nicht nur für Lidl. Aber Lidl bietet den immer noch 83 Euro unter dem bisherigen Bestpreis an. Und deswegen muss ich jetzt schon preis-leistungstechnisch sagen, für 250 Euro bekommt ihr nicht mehr. Für 250 Euro wird das dieses Jahr der mit Abstand beste Grill auf dem Markt sein. Aber bei einem Gasgrill für 250 Euro darf man auch nicht allzu viel erwarten. Nicht allzu viel Leistung und nicht allzu viel Langlebigkeit. Wenn man aber sagt, mehr Geld kann ich nicht ausgeben, dann ist der um ein Vielfaches die bessere Wahl als der. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, schaut es euch an. Das ist Comedy pur. Beim Rösle Videro G4S in der Standardausführung, die ich jetzt permanent erwähne, haben wir zum einen Brenner mehr als hier bei der Lidl-Variante, das heißt vier Brenner. Das bedeutet auch, wir haben mehr Temperatur. Den Test hierzu solltet ihr euch ebenfalls mal anschauen. Das war Grillen on point, also wirklich eine perfekte Grilltemperatur, die wir hier am Anfang kurz mal in die Richtung hatten und dann sehr schnell schon nicht mehr hatten, weil einfach der Rost abgekühlt war, weil die Brenner es nicht mehr geschafft haben, die Hitze nachzuproduzieren. Nur mit der Plansche haben wir hier ein ähnliches Ergebnis erzeugen können. Also ein Brenner dort mehr, hier ein Brenner weniger, Grillfläche entsprechend auch um einen Brenner kleiner. Von der Tiefe allerdings dieselbe Grillfläche und dieselben Roste. Von der Arbeitshöhe sehen wir auch einen kleinen Unterschied. Hier ist eine kleine Stufe. Das könnte jetzt an den Rollen liegen. Ich kann euch aber sagen, nein, das ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, dass der Rösle Videro höher gebaut ist als der hier, liegt daran, dass der unten, wo die Gasflasche reinkommt, über der Gasflasche nochmal massiver gebaut ist und abgeschirmt ist und deswegen hier eine 11 Kilo Gasflasche rein darf und hier maximal eine 5 Kilo Gasflasche rein darf. Zusätzlich bekommen wir für den Preisunterschied zwei zusätzliche Brenner. Und zwar auf der rechten Zone vom Grill aus gesehen, also von mir aus gesehen jetzt, eine Sizzle Zone oder auch bei Rösle genannt Prime Zone, ein 800 Grad Hochtemperatur-Keramikbrenner. Und in der Standardausführung auf der linken Seite nochmal ein Seitenkochfeld. In der Pro-Variante sogar noch ein Heckbrenner statt Seitenkochfeld, aber in der normalen Variante ein Seitenkochfeld. Und, wie schon erwähnt, beide Seitenteile sind abklappbar. Weitere Kleinigkeiten hatte ich schon erwähnt, das sind unter anderem die Drehregler, so ein bisschen Materialunterschiede zwischen verzinktem Blech und Edelstahl. Bei dem normalen Rösle Videro sind alle wichtigen Bauteile aus Edelstahl, das heißt das Fettableitblech, der doppelwandige Deckel etc. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir vergleichen Fachhandelprodukt versus Discounterprodukt und haben immer noch einen Preisunterschied von 450 Euro. Für die 450 Euro bekomme ich beim Rösle Videro auf jeden Fall mehr. Und der Rösle Videro ist für mich immer noch einer der Grills, der für den Einstieg am besten geeignet ist, weil er Grillspaß macht, weil er qualitativ viele Teile so hat, dass er einfach lange hält und weil er eine tolle große Grillfläche und vor allem eine reichhaltige Ausstattung hat. All das hat dieser Grill nicht. Der hat keine tolle Ausstattung, kein Seitenkochfeld, keine Sizzle Zone, kein Heckbrenner. Der hat viele Bauteile, die wichtig sind, aus verzinktem Blech in einer minderwertigen Qualität und noch viele weitere Downgrades. Aber dadurch, dass der nur 250 Euro kostet und dadurch, dass ich weiß, was der Step zu 150 Euro ist, und das ist eine Katastrophe, ist der für 100 Euro mehr als jetzt dieser andere Lidl-Grill einfach die viel bessere Wahl um Längen. Und wenn ihr wirklich nicht mehr Geld ausgeben könnt, nicht wollt, sondern könnt, dann ist das für dieses Jahr für 250 Euro, also für unter 300 Euro, meine Empfehlung. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr hiervon noch ein Gerät bekommt. Und falls nicht,
ist das der bessere Grill. Definitiv. Und falls ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben könnt, solltet ihr das tun und den holen. Ich verlinke euch dazu mein gutes Angebot unten. Ansonsten natürlich auch alle anderen Produkte, weil ich kriege für dieses Geld hier nichts. Und ich empfehle einen Lidl-Grill. Lidl sponsert mich nicht, Rösle sponsert mich nicht. Ich sage hier meine ehrliche Meinung, sowohl die positiven als auch die negativen Eigenschaften des Grills. Und ihr könnt jetzt selber entscheiden, ist das für euch der richtige Grill? Wollt ihr den kaufen oder vielleicht doch lieber ein hochwertigeres Modell kaufen? Und mich könnt ihr nur dann unterstützen, wenn ihr sagt, okay, Zubehör hole ich mir vielleicht beim Joscha für die Beratung oder ich komme beim Joscha in den Laden vorbei zur Beratung. Oder der Grill ist zwar nett anzusehen, aber ganz ehrlich, der kann doch ein bisschen weniger, als ich es gern hätte. Wenn ich da mal Geld ausgebe, stecke ich ein paar hundert Euro mehr rein und dann lasse ich mich beim Joscha oder einem seiner Berater mal im Laden beraten. Ansonsten verlinke ich euch alles auch online. So. Genug dazu, dann habe ich meinen Teil hier erledigt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo für den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.